Betty, sieh mich an. Du bist kein Mörder, hörst du? Das weiß ich. Das sehe ich. Wenn du mich jetzt umbringst, dann... Das würdest du dir nie verzeihen, hörst du? Doch. Betty, mach keinen Blödsinn, okay? Verschwinde! Oder ich knall deine Braut ab! Leg die Waffe weg. Willst du wirklich ins Gefängnis gehen wegen mir? Überleg's dir. Meine große Liebe habe ich schon verloren. Verliere ich eben auch noch meine Freiheit. Gerti, nein! Nein! Ruhe! Sebastian! 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 Dr. Nebula wartet uns. Du hast Schmerzen, oder? Es tut weh. Hauptsache, du bist okay. Lass mich los! Wir beide warten jetzt oben schön auf die Polizei. Vielen Dank. War nicht das schlechteste Timing, was? Berti, ich weiß erst jetzt, wie verletzt du wegen Rebecca bist. Ein Dreck, verstehst du? Was du getan hast, ist geisteskrank. Er ist vollkommen irre. Wenn du dich nicht dazwischen geworfen hättest, ich wäre gestorben. Du hast mir das Leben gerettet. Das ist reiner Eigennutz, ich brauch dich noch. Aber erstmal gehen wir ins Krankenhaus. Das ist doch nur ein Streifschuss hier. Bist du sicher? Ich hab doch damit Erfahrung. Weißt du noch, bei der Hochzeit von Julia und Niklas? Ja, vielleicht sind bald deine 7 Leben aufgebraucht. Du solltest in Zukunft Hochzeiten meiden. Meine eigene würde ich schon gerne erleben. Hast du was gehört? Nein. Ist kein gutes Zeichen, oder? Hey, hey, Sebastian, ihr habt die Lösung gefunden, gibt's was Neues? Hey, jetzt mal immer mit der Ruhe, okay? Eins nach dem anderen. Ich komme gerade von der Polizei. Dieser irre Cousin ist jetzt hinter Gittern. Der hat echt versucht, Luisa umzubringen. Zum Glück konnten Sebastian und ich noch in letzter Sekunde dazwischen gehen. Er hat dabei leider auch was abbekommen. Schlimm? Nein, ein Streifschuss am Arm. Und was ist mit Luisa? Ja, sie ist geschwächt, aber ansonsten geht sie ganz gut. Der Doc kümmert sich um die beiden. Kann er nicht mal eine Hochzeit normal ablaufen am Fürsthof? Wow, wenn du nicht gewesen wärst, ich meine, du hast Luisas Handy erst geortet, ohne dich, wer nein, weiß nein, was. Nein, nein, wir hatten auch eine Menge Glück. Herr Lechner, ich möchte jetzt sofort wissen, was mit meiner Tochter ist. Und glauben Sie ja nicht, ich lasse mich noch mal vertrösten. Eins vorweg, Ihre Tochter geht es gut. Herr Wegener, Sie haben sich doch schon längst bedankt bei mir. Das ist ja wohl das Mindeste. Luisa und ich werden Ihnen das nie vergessen. Moment, Sie haben sich in die Schussbahn geworfen, nicht ich. Ja. Wie geht's denn dem Arm? Ist noch dran. Puh. Wir haben echt Dusel gehabt. Also vielen Dank. Und wenn ich mal wieder ein Leben retten kann, dann sagen Sie mal Bescheid. Ja, tatsächlich können Sie das. Und zwar, Luisa und ich holen morgen unsere Hochzeit nach. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie mein Trauzeuge wären. Was? Also, das ehrt mich, aber... Aber Sie lehnen ab. Ja, also wenn wir uns weiterhin siezen, ja, dann lehne ich ab. Also abgemacht? Abgemacht. Sehr gut. Bitte Luisa nichts davon sagen, okay? Okay, alles klar. Wenn ihr noch irgendwas braucht... Fotos, also Kamera oder so. Stimmt, einen Fotografen muss ich auch noch dran denken. Ja, ist ganz attraktiv, unsere neue PR- und Marketingmanagerin, nicht wahr? Ah. Viel zu anstrengend.